Dezember 2011 feiert die Bahá'í-Gemeinde in Wien ihr 100-jähriges Bestehen. Ihre Religion ist weltweit verbreitet und stammt ursprünglich aus dem Iran, wo die Bahá'í heute eine religiöse Minderheit bilden und starken Verfolgungen ausgesetzt sind. Im Mittelpunkt der Bahá'í-Religion steht der Glaube an einen transzendenten Gott und eine humanitäre Vision von gesellschaftlicher Entwicklung und sozialem Zusammenhalt. Also kurz gefasst würde ich sagen, dass die zentralen Glaubensinhalte der Bahá'í-Religion auf einen Nenner gebracht sind, dass es nur einen Gott gibt, dass alle Religionen, also dass religiöse Wahrheit nicht absolut ist, sondern relativ, und dass religiöse Wahrheit von Gott erneuert wird in Form von Religionsstiftern, die er schickt von Zeit zu Zeit auf diese Welt. Bab, Baha'u'llah und Abdu'l-Bahá's Schriften sind für uns heilig. Baha'u'llah ist der Stifter der Bahá'í-Religion. Also das ist zum Beispiel ein Foto von Abdu'l-Bahá, habe ich vorhin erwähnt, aber nochmal mit der Klarstellung, also bei uns spielt jetzt Bilderverehrung keine Rolle. Man muss immer im Auge behalten, es geht nicht um die Person, die wir irgendwie verehren oder anhimmeln, sondern es geht um die Botschaft, die dahinter steckt und wie das in unserem Leben wirkt. Deswegen gibt es für uns nur einen Gott und in Wahrheit auch nur eine Religion. Also sobald jemand seinen Glauben an Baha'u'llah bekundet, ja, und glaubt, dass Baha'u'llah die religiöse Wahrheit für dieses Zeitalter bringt, ist er Bahá'í. Na, das Administrative ist dann, da wird er eben, also wird er eben aufgenommen in der Gemeinde, hat dann auch bestimmte Wahlrechte, kann dann bei den Festen, bei den 19-Tage-Festen teilnehmen. Ist damit verbunden mit der offiziellen Erklärung als Bahá'í. Und man kann natürlich auch jederzeit wieder austreten. Einige wichtige Punkte, die die Bahá'í-Religion ausmachen, lauten: Die Bahá'í glauben, es gibt einen Gott, es gibt eine Religion, es gibt eine Menschheit. Also die anderen Kinder in meiner Schule sind halt alle, fast alle Christen, und die feiern halt Weihnachten und wir nicht, ja. Es gibt in der Bahá'í-Religion keinen Klerus. Also es gibt auch keine Form der Beichte, wo man zu einem Würdenträger geht und das dort los wird, sondern es ist eine Sache des eigenen Herzens und des eigenen Gewissens. Und in der Seele gibt es keinen Unterschied, ob man hier auf der Erde als Frau oder als Mann geboren wird. Es gibt nur eine Form der Seele. Ja? Und es ist auch das Zeitalter, in dem Männer und Frauen komplett gleichberechtigt sind. Auch am Abend der 100-Jahresfeier wurden wichtige Lebenswahrheiten der Bahá'í-Religion hochgehalten. Werte, die zwar auch in den großen Offenbarungsreligionen verankert sind, die die Menschheit aber immer wieder aus den Augen verloren hat. Diese Werte werden, soweit ich sehen kann, von den Bahá'í bewusst hochgehalten und vor unseren Augen verwirklicht. Um eben diesen täglichen Impuls auch der Seele zu geben und sie nicht zu vernachlässigen, soll man jeden Morgen und jeden Abend beten und aus den Heiligen Schriften lesen. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die die meisten Bahá'í, die ich jetzt einfach kenne, tun. Was viele auch interessiert, was so irdische Regeln anbelangt, ist es so, dass berauschende Mittel verboten sind als Bahá'í. Also wir sollen keine Drogen zu uns nehmen und keinen Alkohol trinken. Es gibt sehr wenig Riten. Es gibt sehr wenig so vorgefasste Muster, also wie zum Beispiel eine Ehe, eine Trauung abläuft. Aber es gibt zum Beispiel für eine Beerdigung ein ganz besonderes, fast rituelles Totengebet. Bei den Bahá'í wird der Umgang mit heiligen Schriften sehr individuell und frei gehandhabt.
Im Unterschied dazu steht im Sikhismus der Guru Granth Sahib im Mittelpunkt. Dieses Buch wird von den Gläubigen wie ein lebendiger Guru verehrt und findet im Tempelgebäude seine Heimstätte. Dort sollen ihn die Sikhs so oft wie möglich aufsuchen. Jeden Sonntag hierher kommen kann und seine Freunde treffen kann. Man kann gemeinsam essen und dem Priester zuhören. Darum ist sie die schönste Religion für mich. So findet man sich an Sonntagen zum gemeinsamen Mahl und Gottesdienst im Sikh-Tempel zusammen. Traditionell gibt es außerdem für jeden die Möglichkeit, 24 Stunden eine warme Speise zu bekommen. Heute besuchen wir die Sikh-Gemeinde in ihrem neuen Tempel, dem Singh Sabha Gurdwara. Das ganze Leben eines Sikhs dreht sich um den Sri Guru Granth Sahib Ji. Es ist unser Mittelpunkt und wie gesagt auch von der Wortwahl her Guru, der Lehrer. Also er gibt uns weist uns den Weg oder gibt uns den Weg vor, wie wir sozusagen unser Leben dann auch zu führen haben oder ein erfülltes Leben. Der Guru wird an und für sich wie eine, wenn man das ganz salopp jetzt einmal ausspricht, wie ein Mensch auch behandelt. In der Sikh-Religion gab es 10 Gurus in menschlicher Gestalt. Der letzte Guru, Guru Gobind Singh Ji, hat uns dazu angewiesen, dass nach ihm kein Guru in menschlicher Gestalt folgen würde und hat ihn anstelle dessen uns den Guru Granth Sahib Ji als geistlichen Oberhaupt sozusagen den Sikhs überlassen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, der Sikhismus ist er strikt gegen die Huldigung der Ideologien in Sinn, also der Gegenstände in dem Sinn. Man kann natürlich den Sikhs entgegenhalten, dass ihr auf der einen Seite behauptet ihr das, auf der anderen Seite huldigt ihr oder betet ihr auch ein Buch an. Aber es geht im Wesentlichen nicht um das Buch, sondern um die Blätter Zellulose und die Tinte, sondern es geht um die Weisheit, die drin steht. Und die ist für immer während und die ist für die ganze Menschheit. Die Sikhs sagen nicht, dass diese Religion, dass man nur als Sikh Gott erlangen kann, sondern jeder soll in seiner Religion verbleiben, die Grundwerte seiner Religion respektieren und diesen nachgehen und kann die letztendlich die Lösung finden. Pani, Pitta, Mata, Daltumhat, also die Luft ist der Guru. Das Wasser ist dem Vater gleichgesetzt und die Erde der Mutter. Dementsprechend sollte der Mensch auch diese drei Elemente auch respektieren. Warum die Frau als minderwertig erachten, wenn es doch diese ist, die Messias und Könige gebärt. Ja, also letztendlich auch die Männer, die die Frau als schlecht empfinden, werden letztendlich auch von der Frau geboren. Sikh sollte schon eine Familie haben. Ein Sikh sollte ist dazu auch angehalten, selbst auch zu heiraten, eine Familie zu haben. Sikhs erkennt man zuallererst an ihrem Namen. Männer tragen den Beinamen Singh, was übersetzt Löwe bedeutet, und Frauen haben den Titel Prinz. Außerdem sind alle Gläubigen zum Tragen von 5 Kennzeichen verpflichtet. Das ist zum einen das ungeschnittene Haupthaar, das Ges. Zum zweiten, um die Haupthaare auch reinzuhalten, einen speziellen Kamm, der aus Holz geschnitzt ist. Den muss man in den Haaren immer mit sich führen, nennt sich Ganga. Dann gibt es einen Armreif, den ich hier auch zeigen kann, nennt sich Gara, der immer meistens in der rechten Hand zu tragen ist. Danach gibt es das fünfte K ist ein Kirpan, das ist eine Art, wir nennen das Kirpan, es gibt keine wirkliche wörtliche Übersetzung dafür, aber das ein bisschen für die Zuhörer verständlich zu machen, eine Art Dolch, den man sozusagen in einem Stoffband im Körper trägt. Und schlussendlich eine spezielle Art von Kniehose, das Gescheiter. Das sind die 5 wesentlichen Hauptmale.
Sowohl die Sikh wie auch die Bahai-Gemeinde sind Besuchern gegenüber aufgeschlossen und geben ihnen auch gerne die Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen.